Guten Morgen. Also, ich bin aufgeregt wie ein Schnitzel oder wie Harry. Und zwar haben Michi und ich echt lang an dieser Box gesessen, dass die so ausschaut, wie sie ausschaut. Und ich hoffe von ganzem Herzen, ohne Scheiß, dass sie euch genauso gut gefällt wie uns. Ich wollte unbedingt eine Cupcake-Box, in die man ganz viel reinpacken kann und die man ganz individuell zusammenbauen kann in unterschiedlichsten Farben. Und dank der lieben Sabrina, ich verlinke sie euch unten, kann man die in zwei Varianten zusammenbauen. Einmal, dass er ein bisschen runder ist und einmal, dass er ein bisschen eckiger ist, wer das lieber will. Und das machen wir auf jeden Fall zusammen. Und ich hoffe, ohne Scheiß, Leute, oh Gott, die quält euch genauso gut wie mir. Mich und ich haben echt lang getüftelt, bis die jetzt so ausgeschaut hat. Und ich hoffe, es gefällt euch. Okay, also, das ist meine erste Variante dazu. Das heißt, es ist ein cooles Geburtstagstörtchen, egal ob für Erwachsene oder für Kinder. So, ich lege das jetzt mal kurz auf Seite. Die Blümchen auch. Verwendet habe ich dazu dieses coole neue Stempelset. Und das ist die Stanze dazu vom Schosch. Und ich würde sagen, wir tun jetzt mal beide Varianten zusammenbauen. Sabrina zeigt in dem YouTube-Video auch beide Varianten. Wie gesagt, ich verlinke sie euch unten und dann könnt ihr mal gucken, was sie ganz, ganz, ganz Geiles draus gezaubert hat. Das hat mich sehr berührt, weil, also was sie draus gezaubert hat, ist eine mit Klötzchen und Papier umwickelt. Oh, ach Gott, also unglaublich, richtig cool. Aber das könnt ihr euch selber anschauen auf ihrem Account. So. Jetzt bauen wir das Teil mal zusammen. So, die erste Variante, hoppala, ist die abgerundete Variante. Das heißt, ihr knickt jetzt die ganzen Seitenteile, seht ihr die, so nach innen. Das sind unsere kleinen Klebelaschen. Die müsst ihr alle einfach so nach innen falten. Seht ihr das? Dann falten wir die hier einmal und die Seitenteile, also hier und hier. Bis ihr einmal außenrum seid. Das knicken wir jetzt nicht. Wir wollen einen runden Cupcake. So, einmal das. Und hier ist das Gleiche. Wir falten einmal die Seiten um. Das sind unsere großzügigen, da ging es nämlich noch, Klebelaschen. Schmeißt du gleich alles runter. Und dann könnt ihr hier ein bisschen knicken. Einfach so, es muss gar nicht viel sein. Und jetzt schnappen wir uns, schaut cool aus, ne? Die Heißklebe. So, wir können loslegen. So, warte mal, meine Heißklebe hängt noch ein Rest dran. So, und jetzt Heißklebe da drauf. Und ihr klebt jetzt nacheinander. Was ist denn heute mit meiner Heißklebe los? So. Einmal ringsherum euer. Den Cupcake-Boden, den kann man übrigens auch ohne Deckel ganz toll als Töpfchen verwenden. Ne? So, einmal außenrum, das dauert einen kleinen Moment. Aber wir haben es gleich. So, da gleich nochmal. So, fertig ist der süße Boden. Und jetzt haben wir den Deckel. Da ist es ein bisschen pfriemeliger. Der müsste da rein. Und dahin Heißklebe packen. Das heißt, einmal da ankleben und einmal da. Seht ihr das? So. Und dann ergibt es diesen runden Effekt. So. Das
Das heißt, einmal so und einmal so. Und das macht ihr jetzt komplett bis zum Schluss. So, jetzt habt ihr den runden Cupcake. So, wenn ihr den Deckel richtig drauf drückt, hält dieser Deckel auch fest. Da könnt ihr schütteln, wie ihr wollt. Es kommt natürlich auch darauf an, ob ihr akkurat und gerade hier war. Es ein wenig zu viel bei mir. Aber ihr müsst schon gerade, wie sagt man? Falten. Und jetzt machen wir die Variante mit eckig. Ich falte das jetzt schon mal vor. So, ich habe den Boden jetzt schon mal zusammengebaut. Wichtig beim Deckel ist jetzt, ihr schneidet hier bis zu dieser Falz ein. Bis zu dieser Falz in die Mitte schneiden wir ein. So, nochmal. Seht ihr das? Und nochmal. So, und jetzt falten wir wieder die Seitenteile und dann, damit es eckig wird, auch das in der Mitte. Zeige ich euch gleich. So, und jetzt falten wir die. Einmal, zweimal, also richtig. Das haben wir bei dem Runden natürlich nicht gemacht. Und das Coole ist, ihr könnt daraus zwei Varianten zaubern, was euch am besten gefällt. So, wir knicken hier nochmal ganz leicht. So, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Und auch den kleben wir jetzt wieder zusammen. Oh, zu viel Heißklebe. Macht nichts. So, und da jetzt auch wieder anständig kleben und dann wird der nämlich eckig. Und ich mache das jetzt mal fertig. So, Cupcake einmal zusammengebaut und jetzt in der eckigen Variante. Und jetzt zeige ich euch mal beide. Das ist einmal eckig und das ist einmal der runde. Das heißt, ihr könnt für euch entscheiden, auf was ihr Lust habt, der Deckel so abgerundet oder eckig. Ich finde beides cool. Ich bin gespannt, was ihr zaubert. Und jetzt machen wir den fertig. So, für unsere unechte Kerze schnappen wir uns ein rosa Papier. Einmal einen Stift oder so wie ich hier unser rundes Falzbein. Und wickel einmal das Papier hier rum. Das geht auch mit einem Stift, wie es euch am besten gefällt. Was zu viel ist, schneide ich ab. Das Ganze sieht so aus. Und jetzt tun wir da ganz easy und einfach Heißklebe rein. Vorsicht, verbrennt euch bitte nicht und kleben das fest und lassen das ganz kurz trocknen. So, wenn das getrocknet ist, können wir das abziehen, da haben wir unsere Kerze. Das heißt, wir schnappen uns einen Heißklebe, machen da Heißklebe drum und kleben uns das da drauf. Also, so. Und dann habe ich mir noch so ein Restepapier geholt und jetzt könnt ihr euch einfach so frei Schnauze so eine Flamme rausschneiden. So, da mache ich mir jetzt auch wieder einen Heißkleber drauf. Halt. So, und klebt es da innen rein. Und das lassen wir jetzt ganz kurz trocknen. So, in der Zeit machen wir den Stempel mit dem Geburtstagskind aus dem schönen Stempelset. So. Einmal da drauf stempeln. Dann tun wir das da abschneiden, dass es abpasst. Und dann ziehen wir das ein bisschen übers Falzbein, sodass es ein bisschen abgerundet ist. Das soll nämlich damit drauf, das heißt wieder Heißklebe drauf. Und das kleben wir daher. So, und jetzt kann man noch ein wenig nach unten biechen. Jetzt fehlt natürlich unser Grünzeug noch. Das ist ein Eukalyptus, den haben wir im Shop. Den finde ich so cool. Und den kleben wir jetzt halt einfach da mit drauf. Ihr könnt alles, was ihr wollt, auf diesen Cupcake-Deckel kleben. Lasst
euch inspirieren. Macht irgendwas Cooles drauf, was euch am besten gefällt. Das ist echt einfach frei Schnauze. Da drüben ist der abgefallen, den klebe ich jetzt nochmal hin. So, lasst euch einfach, was euch am besten gefällt. So, ihr könnt Blumen drauf machen. Ihr könnt alles drauf machen, was ihr wollt. Also, halt, ich hänge da noch mal Blümchen drum. Das wollte ich unbedingt. Zack. So, und dann noch ein Nylongarn ums Kerzler. Und fertig habt ihr eine ganz, ganz, ganz tolle Geschenkidee. Geht auch für Kindergeburtstag, für Erwachsene. Man kann auch, was mir noch eingefallen ist, wenn man ganz, ganz, ganz viele Cupcakes zaubert und die auf eine Etagere packt mit Naschi. Also mit Naschzeug, das finde ich ja auch eine mega coole Idee. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal was machen. Und auch geeignet für Weihnachten oder als irgendwie Goodie-Sachen auf dem Tisch oder keine Ahnung. Also ihr könnt damit ganz, 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 also das sind meine Ideen, die mir mit dieser Stanze da oft im Kopf rumgeschwirrt sind. Ihr könnt da auch echte Cupcakes, die schon gebacken sind, reinpacken und zumachen als Geschenk. Also ihr könnt echt, Mensch, lasst euch inspirieren und zaubert coole Sachen daraus. So, fertig. Einmal, der war ja schon fertig, zwei Stück. So, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Ciao.